Ich habe hier diese verschiedenen Gruppen von diesen Bällen. Schauen wir mal, wie viele da drin sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Was ich jetzt machen will, ist auf verschiedene Art und Weisen diese 12 Bälle in verschiedene Anzahlen von Gruppen aufzuteilen. Ich kann diese 12 Bälle auch sehen als eine Gruppe von 3, zwei Gruppen von 3, drei Gruppen von 3 und vier Gruppen von 3. Ich kann also 12 auch als vier Gruppen von 3 anschauen. Wie würden wir das jetzt aufschreiben? Wir würden es so aufschreiben: 12, 12 ist das gleiche wie vier Gruppen von 3. Oder wie kann ich das noch lesen? 12 ist gleich 4 mal 3. Wenn ich 1, 2, 3, 4 Gruppen habe und in jeder Gruppe habe ich 1, 2, 3 Objekte, habe ich am Ende insgesamt 12 Objekte. Aber das ist jetzt nicht die einzige Weise, auf der ich 12 bekommen kann. Ich kann auch drei Gruppen von 4 bekommen. Eine Gruppe von 4, zwei Gruppen von 4, drei Gruppen, drei Gruppen von 4. Jetzt können wir 12 als drei Gruppen von 4 auch anschauen. Wir können also sagen, ich schaue jetzt erstmal nach der richtigen Farbe, 3, 3 mal 4, 3 mal 4 ist gleich auch 12, ist 12. Also egal, ob wir 4 mal 3 oder 3 mal 4 rechnen, es gibt jedes Mal 12, 3 mal 4 oder 4 mal 3, das ist das Gleiche. Wir müssen jetzt hier nicht aufhören. Wir könnten es zum Beispiel auch als zwei Gruppen von 6 anschauen. Das ist also eine Gruppe von 6. Hier oben, das ist die erste Gruppe von 6 Objekten. Und das hier ist die zweite Gruppe von Objekten. Also nochmal, wir können das als 2 mal 6. Würden wir auch 12 bekommen. Wie wäre es denn mit 6 mal 2? Ja, das können wir auch zeichnen. Sechs Gruppen von 2, also die erste Gruppe. Ich mache es mal in einer anderen Farbe, dann siehst du es besser. Wir haben also hier eine Farbe 2, eine dritte Gruppe von 2, die vierte Gruppe von 2, die fünfte und die sechste Gruppe von 2. Also nochmal, das sind alles verschiedene Weisen, um einfach 12 aufzuschreiben. Wir können hier aufschreiben 6. Sechs Gruppen von 2, 6 mal 2, das ergibt auch 12. Und wir müssen hier gar nicht aufhören, wir könnten es auch so sehen, wir könnten es eigentlich auch als 12, als eine Gruppe sehen mit 12 Objekten. Wie würde das aussehen? Eine Gruppe von 12, also dieses ganze Ding hier ist eine Gruppe von 12 Objekten. Wir können jetzt einfach sagen, 1 mal 12, 1 mal 12, das ergibt auch 12. Wir haben eine ganze Gruppe, 1 mal 12, das ergibt eben auch 12. Wir können es aber auch umgekehrt machen. Wir können das auch als 12 Gruppen von 1 sehen. Und wie machen wir das jetzt? Das ist eine Gruppe, zwei Gruppen, drei Gruppen, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. 12 Gruppen von 1. Wir können es also auch so schreiben. 12, 12 Gruppen. Und in jeder Gruppe habe ich 1 und das ist immer noch genauso 12.